Willkommen zu meinem Let's Play von Gothic 1. Das Spiel, oder besser gesagt die Serie, ist den meisten Leuten, die sich ein bisschen mit Rollenspiel auseinandersetzen, ein Begriff, auch wenn sie qualitativ sehr unterschiedlich sind. Also meiner Meinung nach ist der zweite Teil der beste, danach kommt der erste und danach kommt ein Teil, der eigentlich gar nichts zur Serie gehört, nämlich Risen. Also die Chronologie ist natürlich 1, 2, 3, dann kommt 4, also Arcania. Aber nach dem dritten Teil haben sich die Hersteller aufgesplittet. Und das heißt, es gibt einmal Arcania und einmal gibt es Risen. Und ich finde, Risen ist die wesentlich bessere Fortsetzung. Nicht unbedingt eine Fortsetzung vom dritten Teil, sondern eher qualitativ vom zweiten Teil. Denn der dritte war Murks. Und Arcania sowieso. Das ist alles nur noch Mainstream-Zeug und nicht wirklich interessant. Aber wir wollen jetzt anfangen mit Gothic 1. Damit man die Story auch von vornherein mitbekommt und die Charaktere auch wieder kennt, das macht das Ganze gleich viel sympathischer. Wie bei all meinen Let's Plays ist der rollenspielerische Aspekt hier zwar auch vorhanden, aber nicht so stark ausgeprägt wie meinetwegen jetzt bei Planescape Torment oder Morrowind oder Baldur's Gate. Denn man kann hier unendlich viel tragen und das will ich vollkommen auskosten. Also ich werde jede Kleinigkeit mitnehmen, die ich finden kann. Und auch mal ein paar Quests machen, nur der Erfahrungspunkte wegen. Das heißt, ich werde hier schön entspannen und das Spiel genießen. Und ich hoffe, das wird mir keiner übel nehmen. So, jetzt starten wir mal das Spiel. Das Königreich Myrtana, wiedervereint durch die Hand König Robars des Zweiten. In den langen Jahren seiner Herrschaft war es ihm gelungen, alle Widersacher des Reiches zu bezwingen. Bis auf einen. Der Krieg mit den Orks forderte seinen Tribut und die Gefangenen des Reiches sollten ihn bezahlen. Der König brauchte Schwerter für seine Armeen und jeder, der sich eines auch noch so geringen Verbrechens schuldig gemacht hatte, wurde zur Arbeit in den Erzminen von Korinis gezwungen. Um jede Flucht unmöglich zu machen, sandte der König die mächtigsten Magier des Reiches aus, eine magische Barriere, um das gesamte Tal zu errichten. Ich war einer der Magier. Aber etwas störte das zerbrechliche Gefüge der Magie. Wir waren nun selbst Gefangene der Barriere. Mehr als eine Sekunde der Unachtsamkeit brauchten die Gefangenen nicht. Korinis war nun in den Händen der Gefangenen. Der König hatte keine Wahl. Er musste verhandeln. Er brauchte das Erz. Monat für Monat lieferte der König den Gefangenen alles, was sie verlangten. Monat für Monat brachten sie dafür das Erz an den Rand der Barriere. In all den Jahren wurden viele Versuche unternommen, die magische Barriere zu öffnen, aber keiner hatte Erfolg. Im Namen König Robars des Zweiten, Träger des Zepters von Varant, Vereiniger der vier Reiche am Myrtat... Halt, Gefangener! Ich habe dir ein Angebot zu machen. Dieser Brief muss den Führer der Feuermagier erreichen. Du verschwendest deine Zeit. Deine Belohnung könntest du selbst wählen. Man wird dir alles geben, was du verlangst. Gut, ich werde deinen Brief nehmen. Unter einer Bedingung. Erspart mir den Rest von seinem Gefasel. Du war... Schweig! Gut, hinein mit ihm. No! Willkommen im Lager.
Das reicht! Lasst ihn in Ruhe! Macht, dass ihr wegkommt! Steh auf! Ich bin Diego. Ich bin... Mich interessiert nicht, wer du bist. Du bist neu hier. Ich kümmere mich um die Neuen. Lassen wir es vorerst dabei. Wenn du vorhast, länger zu leben, solltest du dich ein bisschen mit mir unterhalten. Ich werde dich allerdings nicht daran hindern, in dein Verderben zu rennen. Also, wie sieht's aus? Ja, so lernst du dich besser um uns kümmerst als die drei Jungs vorher. Okay. Was muss ich über diesen Ort wissen? Wir nennen es die Kolonie. Du wirst sicher schon gehört haben, dass wir hier Erz für den König fördern. Nun, zumindest wir vom alten Lager. Es gibt drei Lager innerhalb der Barriere. Das alte Lager ist das größte von ihnen. Es war auch das erste. So wie er spricht, gehört er zum alten Lager. Und die drei Jungs vorhin wahrscheinlich auch. Das ist schon komisch. Wie komme ich zum alten Lager? Du musst nur dem Weg hier folgen. Das alte Lager ist der nächste halbwegs sichere Ort von hier aus gesehen. Es treiben sich jede Menge wilder Bestien zwischen den Lagern herum. Es ist Wahnsinn, ohne Waffe zu gehen. Wo kriege ich eine Waffe her? Wenn du an der verlassenen Mine vorbeikommst, sieh dich mal ein bisschen um. Du findest bestimmt was Brauchbares. Die Mine ist leicht zu finden. Nur ein paar Meter die Schlucht entlang. Warum hast du mir geholfen? Weil du Hilfe gebraucht hast. Brulit und seine Jungs hätten dich vielleicht kalt gemacht. Und das konnte ich nicht mit ansehen. Schließlich bin ich den ganzen weiten Weg gekommen, um dir einen Vorschlag zu machen. Einen Vorschlag? Ja. Deine Begegnung mit Brulit und seinen Jungs hat dir hoffentlich gezeigt, dass du Schutz brauchst. Jeder, der hier ankommt, wird vor eine Wahl gestellt. Es gibt drei Lager in der Kolonie. Und einem davon wirst du dich anschließen müssen. Ich bin hier, um Neuen wie dir klarzumachen, dass sie bei uns im alten Lager am besten aufgehoben sind. Das ist jetzt doch ein Witz, oder? Ihr schickt einen Dreiertrupp hierher, um die Neuen aufzumischen. Die ziehen dann ab, du tauchst dir auf und sagst, hey, ihr braucht Schutz, tretet uns bei, obwohl ihr alle zum selben Verein gehört. Wo ist dieser Bullet jetzt? Er und die anderen bringen die Waren aus der Außenwelt ins alte Lager. Dort kannst du ihn finden. Aber wenn du vorhast, dich mit ihm anzulegen, sei vorsichtig. Er ist ein erfahrener Kämpfer. Ja, nee, wir waren zu lange im Kerker und sind noch ziemlich schwach. Damit sollten wir noch ein bisschen warten. Wir könnten jetzt noch den Brief der Feuermagier erwähnen, aber wir wissen nicht, ob er uns verraten würde, um an den Brief ranzukommen. Der ist bestimmt gut was wert. Und mit dieser Masche ist er nicht gerade sympathisch. Also, dass er jetzt versucht, den guten Kopf zu spielen, nachdem die drei Jungs abgehauen sind. Nee, ich denke nicht, dass wir ihm vertrauen können. Also belassen wir es erstmal dabei. Ah, danke für die Hilfe. Wir sehen uns im alten Lager. Oder auch nicht. Ja, obwohl es wahrscheinlich erstmal das Beste ist, dahin zu gehen. Damit wir uns wenigstens ein bisschen ausruhen können, ein bisschen Ausrüstung bekommen. Beitreten müssen wir ja hoffentlich nicht, sobald wir da reingehen. Aber schauen wir uns erstmal hier um. Wenn hier alle Neuen ankommen und der Warenaustausch mit der Außenwelt stattfindet, dann müsste hier irgendwas zu finden sein. Haben wir schon mal eine Fackel. Lauter Fässer mit irgendwelchen Sachen drin. Aber ist alles zu unhandlich. Können wir irgendwas rausstibitzen? Oh, wir leuchten blau und unsere Haut kribbelt. Das ist kein gutes Zeichen. Aber wir haben ja schon von dieser Barriere gehört. Dass wenn man sich zu weit durch sie durchwagt, dass man dann Schaden nimmt oder sogar sterben kann. Gut, also da können wir dann nicht weiter gucken. Aber hier ist es auf dem Boden. Ein Erzbrocken. Und ein Bierchen. Ah, das wird bestimmt noch praktisch werden. Denn wie kann man sich neue Freunde am besten machen? Ein Bierchen teilen, hm? Vor allem in der Gefängniskolonie, nehme ich mal an. Da dürften solche Sachen selten sein. So, also hier geht es lang zum alten Lager. Und was haben wir da? Torwachen.
Die gehören wohl auch zum alten Lager. Sprechen wir die mal an. Vielleicht haben die auch noch was Neues zu sagen. Was machst du hier? Dafür sorgen, dass keiner an die Austauschstelle rankommt. Vor allem nicht die Halsabschneider aus dem neuen Lager. Du bist der Neue, den sie heute reingeworfen haben, nicht? Sieht so aus. Dann solltest du wissen, dass du dich vor den Typen aus dem neuen Lager in Acht nehmen musst. Ich arbeite fürs alte Lager. Genau wie alle anderen, die du an der Austauschstelle gesehen hast. Du hast schon mit Diego geredet, nehme ich an. Ja, hab ich. Gut, dann weißt du ja schon Bescheid. Warum sollte ich mich vor dem neuen Lager in Acht nehmen? Verglichen mit dem neuen Lager ist das alte Lager ein ruhiger und friedlicher Ort. Das neue Lager bekommt keine Waren aus der Außenwelt. Die meisten Banditen klauen sich zusammen, was sie zum Leben brauchen. Ah, im Gegensatz zu euch, hm? Und das alte Lager? Die Erzbarone haben alles unter Kontrolle. Unter ihnen stehen die Gardisten, unter denen wiederum stehen die Schatten. Ganz am Ende kommen die Butler. Butler ist jeder, der hier ankommt. Wenn du was Besseres werden willst, musst du als erstes bei den Schatten aufgenommen werden. Hm, also sie sind wenigstens einigermaßen organisiert. Ob das jetzt gut ist oder nicht, muss ich erst noch herausfinden. Als ich ans Ufer gespült wurde, hat mich einer von den Typen mit einem Schlag ins Gesicht begrüßt. Das machen sie mit jedem Neuen. Sie nennen es die Taufe. Habt ihr im alten Lager noch mehr so nette Leute? Es gibt schon einige Schweine, aber solange du dein Schutzgeld zahlst, kann dir nichts passieren. Auch nur Schutzgeld? Das alte Lager wird mir echt immer sympathischer. Ich habe gesehen, wie sie eine Frau zusammen mit den Waren reingeschickt haben. Ja, die Erzbarone bekommen alles, was sie wollen. Du meinst, der König tauscht Erz gegen Frauen? Sie sind natürlich auch verurteilte Gefangene. Aber wenn Gomez sie nicht angefordert hätte, säßen sie in irgendwelchen Kerkern. Bin mir nicht sicher, was schlimmer ist. Ja, wahrscheinlich hier zu sein. Weil die werden nicht besonders gut behandelt werden. Und die einzigen Frauen in der Gefängniskolonie zu sein, stelle ich mir nicht sehr angenehm vor. Also betreiben die sogar Frauenhandel. Ja, nee. Von denen sollten wir uns erstmal fernhalten. Obwohl wir wissen nicht, wie es in anderen Lagern zugeht. Ich meine, die reden jetzt schlecht von den anderen Lagern, aber das ist verständlich. Sie verbreiten halt Propaganda, dass ihr Lager das einzig wahre ist und so weiter. Aber gut, wir sollten uns erstmal um die dringlichen Dinge kümmern, wie Ausrüstung und vor allem eine Waffe. Ich suche eine Waffe. Bei der verlassenen Mine weiter hinten im Canyon müsstest du alte Waffen finden. Aber mach bloß nicht den Fehler und zieh mit einer rostigen Spitzhacke in den Krieg. Die Dinger sind schwer und langsam. Ein ungeübter Kämpfer sollte sie nur im Notfall benutzen. Ja, natürlich würden wir auch gerne mit einem Stahlschwert durch die Gegend laufen, aber dafür müssten wir erstmal eins finden. Sieh zu, dass du heil zum alten Lager kommst. Und was hast du zu sagen? Wie steht's? Gut. Weit und breit keiner von den Banditen aus dem neuen Lager zu sehen. Ja, nicht wirklich hilfreich. Und hops. Oh, eine Fleischwanze. Okay, eigentlich sollte ich wohl sagen, Igel, eine Fleischwanze. Aber die Viecher werden wir noch lieben lernen. Sind schön nahrhaft. Ja, hier hat sich ja innerhalb der Jahre eine eigene Kultur quasi entwickelt. Was man auch merkt in den unterschiedlichen Strukturen der Lager. Und auch was das Essen angeht und andere Rohstoffe, darf man hier nicht wählerisch sein. So, was hat man da gerade bekommen? Alkohol, 2 Flaschen, ein paar Münzen, Pfeile ohne Bogen, eine Fackel und ein Dietrich. Oh, na gut. Ein Bogen wäre echt praktisch. Die Beeren nehmen wir auch mal mit. Was zu essen schadet nie. Ah, hier ist die Spitzhacke. Gucken wir doch mal. Ja, die ist wirklich ein bisschen sperrig. Aber fürs Erste wird's reichen. Auch wenn wir nicht unbedingt den Kampf suchen sollten.
Da geht's auch noch hoch. Gucken wir mal. Oh, da ist eine Kiste. Na komm, genau. Oh, oder war das? Ne, hier waren wir nicht. Noch eine Flasche Bier. Noch mehr Münzen. Noch mehr Pfeile. Und da ist noch eine Spitzhacke. Na gut, nehmen wir auch mal mit. Lässt sich alles bestimmt verkaufen. Ist ja schließlich eine Minenkolonie. Da geht's zurück, das wollen wir nicht. Oh, da ist irgendein Biest. Und da ist was im Boden. Mal gucken. Oh, nicht im Boden, sondern in einem Skelett. Da steckt ein Schwert. Hm. Schleichen wir uns mal dezent daran, versuchen das Schwert zu schnappen. Na, also. Das ist doch gleich viel besser. Jetzt probieren wir mal das Ding da aufzumischen. Vielleicht ist da hinten in den Kisten noch was, was wir gebrauchen können. Also, komm her, du fleischiges Ding. Ja, das läuft doch super. Nehmen wir ein bisschen Fleisch mit. Ein Reisschnaps. Ja, langsam haben wir genug Alkohol, oder? 5 oder 6 Flaschen müssten es jetzt schon sein. Aber sonst ist hier nichts. Na, wir haben hier jetzt schon genug Sachen zum Handel treiben. Die Spitzhacke, den Alkohol, die Pfeile werden wir wohl auch nicht brauchen, solange wir keinen ordentlichen Bogen finden. Ah, da hinten sieht man ganz leicht in der Entfernung das Lager wahrscheinlich schon. Haben wir wenigstens keinen langen Fußmarsch vor uns. Nach der Begrüßung da unten im Sumpf, oder in der Pfütze besser gesagt, könnten wir ein bisschen Schlaf gebrauchen. Ja, ist nur ein leeres Fass. Oh, da hängt ein Skelett am Baum. Sehr sympathisch. Und jede Menge Müll liegt hier rum. Da ist noch so ein Biest. Na, komm mal her, wir können noch ein bisschen Fleisch gebrauchen. Oder wenig Übung. Ah, also. Ja, die Monate im Gefängnis haben uns doch nicht so sehr einrosten lassen, wie wir dachten. Haben wir hier mehr Pfeile und einen Knüppel. Ja, nee, ja, mit dem Schwert kann ein Knüppel nicht mithalten. Schwert hat auch eine längere Reichweite. Macht vermutlich auch mehr Schaden. Und nun, warum kann ich euch nicht mitnehmen? Ah, also. Aber schauen wir doch mal kurz. Wir haben ein Schwert mit 10 Schaden und ein Knüppel mit 5. Das bringt nichts, aber können wir auch verkaufen. Oh, noch ein Schwert. Ist das vielleicht von besserer Machart? Wir haben ein rostiges Schwert und da haben wir ein altes Schwert. Oh, schön. Wir haben schon eine richtige Waffensammlung, die wir gleich verhökern können. Und ja, was ich gerade sagen wollte. In so einer Gefängniskolonie kommen Waffen bestimmt immer gut an. Sie werden zwar die Waffen von den alten Wachen haben, aber die sind ja begrenzt. Nicht ausweichen. So, noch mehr Fleisch. Hey. Ja, mit der Steuerung komme ich noch nicht ganz klar. So, da ist das alte Lager mit dem riesigen Turm. Ha, wir sollen die Feuermagier suchen. Die könnten sich vielleicht da aufhalten. Ah, wir sollten langsam erstmal speichern. LP 001.